Diese zweite Aufgabe zur Erstellung eines Freikörperbildes behandelt einen Kranausleger, wie er in dieser Skizze gegeben ist. Der Ausleger selbst besitzt eine Gewichtskraft G von 2600 Newton, welche hier im Schwerpunkt des Auslegers angreift. Weiters befindet sich als Last eine Kiste an einem Seil. Das Seil ist durch den Punkt B gezogen und an der Stelle C unten am Führerhaus befestigt. In diesem Beispiel haben wir es auch ein wenig mit Geometrie zu tun, weil wir ja beispielsweise zu bestimmen haben, in welche Richtung diese Seilkraft zwischen C und B wirken muss. Das ist unser Ausleger. Da oben mit dem Punkt B, wo das Gewicht dran hängt. Punkt A, das Lager am Kran. Das einfachste ist einmal, naja, die Gewichtskraft. Die heißt hier P, weil der Ausleger selbst ja ebenfalls eine Masse hat und der hat dann die Gewichtskraft G. Also das ist die Kiste, die da dran hängt. Dann hat man natürlich den Schwerpunkt irgendwo hier und damit die Gewichtskraft für den Ausleger. Und da kennt man den Winkel, weil der Winkel Alpha ist ja unten, das heißt, der Winkel Alpha ist auch hier. Das Spannendere ist jetzt ja, was passiert im Lager und was passiert im Seil. Im zweidimensionalen Fall und dieses Gelenklager gibt es zwei Komponenten, nämlich zwei Kraftkomponenten. Wenn Sie denken an ein Gelenk, das kann ganz sicher kein Moment aufnehmen, weil das dreht sich nach und damit ist das Moment verschwunden. Was es aber kann, ist von oben oder von unten und von der Seite einer Kraft Widerstand leisten. Das heißt, wir haben eine FAY-Komponente und eine FAX-Komponente, wobei ich Ihnen das Koordinatensystem vorenthalten habe. Das ist so. Und beim Seil, ich zeichne da einmal das Seil her, das schneiden wir ja auch irgendwie durch. Also das, was hier passiert, ist ein Freischnitt. Wir schneiden das Lager weg, wir haben das Seil bei der Kiste abgeschnitten, deswegen hängt da die Gewichtskraft P dran jetzt, die Last, und wir schneiden auch das Seil zwischen C und B durch. Und was ist dann das Charakteristikum vom Seil? Zugkraft, genau, und nur in Seilrichtung natürlich. Ja? Die muss irgendwie so wirken. FCB kann man die dann nennen, wenn wir nach unserer Vektorkonvention arbeiten. Das wäre das fertige Freikörperbild. Jetzt ist aber eventuell noch spannend, wenn man da was rechnen möchte, was ist mit den Winkeln? Man kennt ja beispielsweise nicht diesen Winkel hier zwischen dem Ausleger und dem Seil. Der heißt bei mir Gamma, aber der ist nicht bekannt. Den muss man sich irgendwie trigonometrisch bestimmen. Was man aber kennt, ist da der Winkel Beta. Und die Frage ist jetzt aber, wie kommt man auf das Gamma? Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und den Winkel Beta kennt man, wie gesagt. Und irgendwie geht das Seil da so runter. Entschuldigung, der Ausleger so runter. Das da oben ist das Seil hier und das ist der Ausleger. Und dann kennt man auch diesen Winkel da. Sie haben ja hier noch einmal so ein rechtwinkliges Dreieck. Und das da oben muss dann 90 Grad minus Alpha sein, wenn das hier bereits 90 Grad ist, weil im Dreieck, wissen wir, ist die Winkelsumme 180 Grad. Das muss man sich also noch extra ausrechnen. Dann hat man hier 60 Grad, Alpha ist 30. Und da wieder den rechten Winkel. Und das hier ist dann Gamma, Summe im Dreieck, das schreibe ich so abgekürzt her, muss natürlich 180 Grad sein. Damit sind noch 90 Grad übrig, die man verwenden kann, um das Gamma aufzuspannen. Das heißt, weil ja hier bereits die 90 Grad einmal sind. Das heißt, man hat 90 minus die 60 da oben als Komplementärwinkel von Alpha minus 22,62, das ist das Beta und dann bleibt für das Gamma 7,38 oder 7,4 Grad über. Und wenn man das hat und das Freikörperbild, dann kann man natürlich wieder Kräftegleichgewicht machen und die Statik berechnen.